Haben die bei Lego etwa Gras geraucht? Mag sich vielleicht der eine oder andere gefragt haben, als Lego Anfang des Jahres die Botanical Collection vorgestellt hat. Eine neue Reihe botanischer Modelle für Erwachsene. Also Pflänzchen, Blümchen und Bäumchen. Und damit herzlich willkommen zurück mit einem neuen Video für all diejenigen, die sich vielleicht etwas zu viel mit Klemmbausteinen beschäftigen. Aber ehrlicherweise wusste ich am Anfang auch nicht, was ich von der Botanical Collection halten soll. Also dem Bonsai Tree und dem Flower Bouquet, dem Blumenstrauß der 10280. Denn eins ist klar, ich bin kein Blumenmädchen. Und als Beleg habe ich Juliane hier, ein Erbstück meiner Großmutter und die einzige Pflanze, die auch wirklich mir gehört. Ich weiß noch nicht mal, ob es wirklich eine Pflanze ist oder nicht irgendein Unkrautding, denn es lässt sich wiederbeleben wie Frankenstein. Oder formulieren es doch positiv: pflegeleicht und nachsichtig. Also das Gegenteil von meiner Großmutter. Andere Geschichte. Kommen wir zurück zur Botanical Collection. Aber dann dachte ich, hey, das sind doch Füchse bei Lego. Und zwar im positiven Sinne, wir wollen ja kein Lego-Bashing betreiben. Denn mit einer solchen Reihe erschließt man ja neue Zielgruppen. Zum einen die, nennen wir es mal, seriöseren Erwachsenen, die zwar gerne mit Lego spielen, aber vielleicht Skrupel haben, sich Star Wars oder Marvel in die Wohnung oder ins Büro zu stellen. Und da wirkt ja so ein Bäumchen oder so ein Blumenstrauß doch ein bisschen unverdächtiger. Und natürlich auch die weiblichen Lego-Bauer. Denn machen wir uns nichts vor, die meisten Erwachsenen, die Lego bauen, sind Männer. Und da ist doch für Frauen so ein Bäumchen oder so ein Blumenstrauß eine gute Einstiegsdroge. Zum Anfixen. Und es hat noch einen Vorteil. Vielleicht kennt es der eine oder andere, wenn er etwas Neues kauft. Und damit dann auf Freundin, Frau, Mutti, Omi, ist egal, trifft und es wieder heißt: Na, hast du schon wieder Lego gekauft? Du hast ja erst letzte Woche was gekauft. Was willst du mit dem ganzen Schrott? Und man jetzt einfach sagen kann: Hey, ist ein Bäumchen oder Blümchen. Bau doch einfach mit mir. Vielleicht funktioniert es ja. Aber kommen wir jetzt zum Bonsai Tree. Bonsai stammt ja ursprünglich aus der chinesischen, aber man kennt es vor allem aus der japanischen Kultur. Und Bonsai heißt einfach nur Anpflanzung in der Schale. Und das sehen wir ja auch hier. Einen kleinen Baum angepflanzt in einer Schale, der durch Be- und Zuschnitt klein gehalten wird. Und man kann ihn noch so ein bisschen formen. Ist natürlich auch die Ab-18-Kollektion. Das Set hat 878 Teile. Kostet UVP 50 Euro im freien Handel. Sind wir schon fast bei 40. Aber die Sets sind sehr häufig ausverkauft. Vielleicht ein Indikator dafür, dass diese neue Serie Erfolg hat. Kommen wir jetzt zur Seite. Da sehen wir das Plants Made of Plants Logo. Lego hat ja schon vor ein paar Jahren angefangen, die Pflanzenteile aus pflanzlichen Rohstoffen herzustellen. Ein bisschen erdölschonend oder ersparend vielmehr. Und auf der Rückseite sehen wir auch schon das Feature. Und zwar, wir können den Bonsai umbauen von der grünen in eine Frühlingsvariante. Und das kennen wir in der Art ja schon von dem Ideas Baumhaus. Ein grandioses Set. Und wir sehen auch die Maße, 20 breit, 18 hoch. Ich würde sagen, genug geschnackt. Ich baue das Ding jetzt erstmal auf und dann schauen wir uns das an. Bis gleich. A few moments later. Ja, und da ist es schon, das Bäumchen. Der Aufbau ist natürlich keine abendfüllende Veranstaltung. War aber bei 50 Euro auch kaum zu erwarten. Aber er ist ganz kurzweilig. Ja, zumindest bis man zum Blätterwerk kommt. Da sich die Elemente hier alle wiederholen und man auch noch die Frühlingsvariante hat, wird es halt ein bisschen fad. War aber beim Winnie-Pooh-Haus nicht anders. Und diejenigen unter euch, die das Taj Mahal oder Big Ben gebaut haben, die können darüber nur müde lachen. Anleitung ist natürlich auch dabei. Sie hat nur ein altbekanntes Problem, und zwar bei den dunkelbraunen Teilen fehlt so ein bisschen der Kontrast. Das heißt, dieser Bau ist nicht der ideale Bau für Kerzenschein, eher für Flutlicht. Wir haben natürlich auch wieder ein Vorwort des Designers, nur dass er hier so ein bisschen unmotiviert schaut. Aber das sei ihm gegönnt. Was auf jeden Fall schön an der Anleitung ist, ist, dass auch Hinweise zu verschiedenen Teilen gegeben werden. Zum Beispiel wird hier bei der Wurzel ein Formteil benutzt, was vorher der Rüssel eines Elefanten war. Ist ja auch gut zum Wasser aufsaugen. Ist ganz nett gemacht. So, da Bonsai aber auch Meditation heißt, würde ich sagen, wir schauen uns das Bäumchen an
In Ruhe, ohne mein Gelaber. Das kann sich doch durchaus sehen lassen. Aber schauen wir uns das Modell an. So, der Bonsai mit seiner Schale steht hier auf diesem Untergestell. Das Original ist wahrscheinlich aus Holz. Hier ist es halt durch verschiedene braune Fliesen imitiert. Und wenn man mal so schaut, es tut dem Modell auch gut, dass es so ein bisschen erhaben dasteht. Die Schale selbst besteht aus verschiedenen schwarzen Slopes und Fliesen und imitiert dadurch gut diesen Keramik-Look. Was ganz raffiniert gemacht ist oder gelöst ist, sind die Füße. Ja, wir haben hier einfach Technikpins, auf die diese Technik-Distanzhülsen gesteckt werden und darauf dann ein profilloser Reifen. So wie man ihn häufig auch in den Polybags findet. Und dadurch verkratzt natürlich die darunterliegende Fliese nicht und das Ganze ist rutschfest. Raffiniert Lego. Die Blumenerde ist durch runde 1x1 Fliesen imitiert, in verschiedenen Farben. Und während des Aufbaus mischt man die einfach in der Tüte. Hat so ein bisschen ein Faible von, ja, so eine Fertigbackmischung, aber ist mal was anderes und ganz interessant. Der Baumstamm selber ist natürlich in dem Helle- und Dunkelbraun gehalten und wir haben verschiedene Lianen, die dem ein bisschen Leben geben. Wirkt aber insgesamt sehr authentisch. Die Baumkrone ist vor allem durch Technikachsen zusammengehalten, sodass man auch die Ausrichtung der einzelnen Äste durchaus variieren kann. Genauso wie das gesamte Blätterwerk ein bisschen beweglich ist. Also man kann sich seinen Baum so machen, wie man möchte. So machen, wie man möchte, kann man natürlich auch die Frühlingsvariante. Und dafür muss man einfach das Ding abziehen und die Frühlingsvariante draufstecken. Ich mache den Rest jetzt auch noch in die Frühlingsvariante. Erspare euch aber das Zuschauen bei meinem Gefrickel und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Ergebnis. Also eigentlich bin ich ja kein Rosa- oder Pink-Fan. Aber das sieht richtig gut aus und gefällt mir sogar besser als die grüne Variante, einfach weil es ein bisschen peppiger ist. Was natürlich auch schön ist, ist, dass Lego die Blüten mit den Fröschen dargestellt hat. Übrigens zum ersten Mal in der Farbe Light Purple. Und Lego weist auch in der Anleitung darauf hin, dass es kein Set mit mehr Fröschen gibt. 101 sind in diesem Set enthalten. Und Anleitung ist auch nochmal so ein Stichwort, weil zum Abschluss der Anleitung macht Lego noch Kreativvorschläge, wie man seinen eigenen Baum bauen kann. Unter anderem, was man mit den ganzen Teilen drinnen macht. Und das ist doch eigentlich ganz schön, weil es uns daran erinnert, was Lego eigentlich ist. Oder Klemmbausteine insgesamt. Kreativspielzeug. Nicht nur nach Anleitung bauen, kreativ sein, eigene Sachen gestalten. Das sollten wir tun. Was ist denn eure Meinung zu dieser Botanical Collection oder dem Bonsai im Speziellen? Lego hat ja bereits das nächste Set angekündigt. Mit dem klangvollen Namen Bird of Paradise. So eine Blume mit Vase. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder gleich ein Abo, würde mich freuen. Bis dann, ciao.